Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, heute bin ich in einem Fußballstadion und zwar im großen Ernst-Happel-Stadion und hinter mir die Fans des Miniliga-Schülerliga-Finales und das Ganze sah dann so aus. Ja, Markus Pinter, seit wie vielen Jahren ist Fairplay schon Wegbereiter oder Wegbegleiter der Miniliga? Boah, das ist jetzt schon ewig her. Ich würde sagen, fast von Beginn an. Nicht vom ersten Jahr, aber relativ bald ist dann der Mario und mit seinem Kollegen, mit dem Wolfgang, zu uns gekommen, um nicht zusammenarbeiten können und die Miniliga unterstützen können. Und Miniliga und Fairplay, die direkten Verbindungen, wie kann man die beschreiben? Ja, also wir sind ja angefangen mit dem Bereich Rassismus im Fußball zu bekämpfen und da hat sich das dann natürlich aufgetan, weil natürlich in den Volksschulen sehr viele migrantische Kinder auch hingehen und auch bei der Minischülerliga mitspielen und von dem her hat sich das einfach ganz gut ergeben, dass wir die Inhalte in den Hefteln und in den Informationen, die die Miniliga auch an die Eltern und in den Schulen verteilt, auch präsent sind. Abschlussfrage, wie viele Jahre willst du das noch durchhalten? Wie lange wird es die Miniliga noch geben? Hoffentlich noch lang. Mario Mazzacarini und Paul Pecher, die Organisatoren hinter der Miniliga. Heute wieder ein Finaltag bei herrlichem Wetter. Das, glaube ich, ist Tradition. War das heuer in der ganzen Saison so? Nein, gefühlt von 20 Spieltagen bis jetzt ist es der dritte Schönwettertag. Die restlichen waren ganz grässlich. Die Kinder haben gelitten, haben es aber durchgehalten. Paul, du bist der Newcomer im Organisatorenteam. Wie geht's dir so in dieser neuen Rolle? Es ist natürlich ein großer Fußstapfen, die ich vertrete und habe aber die Unterstützung von Mario gehabt und arbeite mich in dem Jahr ein. Wenn jetzt die Abläufe und kann im nächsten Jahr ganz sicher noch verstärkt mit anbringen. Super, und ihr macht natürlich weiter. Ja, nächstes Jahr sollte das 30-jährige Jubiläum sein. Das gilt es noch zu machen. Schauen wir, wie es sich weiterentwickelt. Danke für euer Engagement. Sehr gerne.
Ja, so fühlt man sich. Walter Mohl als Mann an der Flüstertüte, auch schon so eine Art Institution der Miniliga. Denn wie viel das Finale moderierst du heute? Ich glaube, es ist ein Jubiläum, es ist schon das 10. Finale, wenn ich auch die Schülerliga-Finalspiele auch dazu zähle. Aber es ist immer erfrischend, wie die Mädchen und die Buben hier Fußball spielen. Und es sind schon sehr viele Stars auch da geboren worden auf dem Rasen des Ernst-Happel-Stadions. Immer ein spannendes Erlebnis und ein schönes Erlebnis. Vor mir steht ein Newcomer im Bereich der Miniliga-Unterstützer, Dietmar Stockinger. Und ich fand diese Idee, den Mädchen einen kleinen Fuchs zu geben, beim Turnier irrsinnig lieb. Wie kommt es zu dem Fuchs? Ganz einfach, hier ist das Objekt der Begierde. Und zwar bin ich als selbstständiger Kooperationspartner der Finanzfuchsgruppe. Ich bin auch sehr im Sport verbunden. Ja. Hab den Mario kennengelernt, der das organisiert hat, haben wir gedacht, ich beteilige mich. Und macht den Kindern eine Freude. Also ich fand es wirklich riesig. Danke. Freut mich.